Zur der morgigen Runde der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen im Bundeskanzleramt und zu den Debatten um Verlängerung des Lockdowns möchte ich aus linker Sicht Folgendes sagen. Es geht jetzt nicht um ein einfaches Weiter so beim Lockdown, sondern es geht jetzt darum, das endlich richtig zu machen. Und das heißt, was man jetzt braucht, ist ein solidarischer Lockdown. Ein solidarischer Lockdown, das bedeutet, dass wir erstens endlich die Großen, die Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen für einen guten und effektiven Infektionsschutz am Arbeitsplatz. Wir wissen, dass Frachtzentren, zum Beispiel von Amazon, Schlachtbetriebe wie von Tönnies immer wieder zu Hotspots werden. Da muss einfach der Infektionsschutz deutlich verbessert werden. Und es kann nicht sein, dass die gesamte Last der Kontakteinschränkung nur auf den Schultern der Privaten und der Familien abgeladen wird. Zweitens brauchen wir endlich ein Recht auf Homeoffice dort, wo es umzusetzen ist, auch um den Berufsverkehr zu entlasten. Drittens, für diejenigen, die trotzdem weiterhin zur Arbeit fahren müssen, muss es eine Entzerrung geben, entweder über gestaffelte Anfangszeiten oder dadurch, dass mehr Busse und Bahnen in den Stoßzeiten zum Einsatz kommen. Viertens müssen wir endlich die Sammelunterkünfte, die es gibt, ersetzen durch dezentrale Unterbringung, auch weil die zu Hotspots immer wieder werden können. Und fünftens führt uns Corona eins in aller Deutlichkeit vor Augen. Was es jetzt dringend braucht, ist der Mut der Regierung zu einer steuernden, eingreifenden Wirtschaftspolitik. Das heißt, es muss das mit Nachdruck stärker produziert werden, was wir jetzt dringend brauchen beim Kampf gegen das Virus. Und dazu gehören Luftfilter, um die virenlastigen Aerosole rauszufiltern, Schnelltests, aber eben auch entsprechender Impfstoff. Zu der Debatte um die Schulen und Kitas. Hier muss man sagen, dass auch die Weihnachtsferien, wie schon die Sommerferien davor und die Herbstferien, nicht genutzt wurden. Auch diese Ferien wurden wieder verpennt. Man hat sie nicht genutzt, um die Schulen besser auszustatten. Was es jetzt ganz unbedingt braucht, und dafür machen wir als Linke Druck, ist eine bessere Unterstützung der Lehrkräfte, der Kinder und der Eltern für das, was ansteht. Dazu gehört zum einen, dass Eltern, die wegen Homeschooling zu Hause bleiben müssen, eine entsprechende finanzielle Entlastung bekommen, sei es ein entsprechend bezahlter Urlaub oder ein Elterngeld für Eltern, die wegen dem Schule zu Hause bleiben müssen. Hinzu kommt, dass wenn jetzt wieder stärker zu Hause unterrichtet wird, natürlich sich nicht die soziale Spaltung noch mit der digitalen Spaltung verschärfen darf zulasten der Kinder, den der Staat ins Leben vielleicht sowieso schon schwerer fällt. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass jedes Kind ein elektronisches Endgerät bekommt und auch entsprechend Zugang zum Netz hat, eben indem dann dieses Endgerät mit einer SIM-Karte ausgestattet wird. Wenn irgendwann wieder mit Wechselunterricht begonnen wird, ist uns eins wichtig, dass man die konkrete Situation und Planungssituation für die Eltern mit in den Blick nimmt. Das heißt, wenn man mit Wechselunterricht anfängt, ich betone wenn, dann sollte das nicht tageweise organisiert sein, sondern eher wochenweise, damit erstens mit Blick auf Familien, wo die Eltern getrennt leben oder mit Blick auf Familien, wo es doch die Möglichkeit gibt, dass die Großeltern mal einspringen. Wochenweiser Wechselunterricht erleichtert einfach die Planbarkeit für Familien. Ich will auch noch sagen, dass eine wichtige Lehre aus der Corona-Zeit ja auch die ist, dass ganz prinzipiell, nicht nur wegen Infektionsschutz, kleinere Klassen generell besser sind, auch weil dann die einzelne Lehrkraft mehr Zeit für die Kinder hat. Es deutet sich an, auch 2021 wird uns Corona noch beschäftigen, nicht nur wegen der Mutation. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt notwendig, dass nicht nur wochenweise die Informationen an die Eltern, an die Familien und an die Lehrkräfte gehen, sondern es muss in der Runde morgen eine Verständigung mit einer weiteren Perspektive geben, damit auch Familien und Eltern planen können. Zu dem, was allgemein unter der Überschrift Impfchaos behandelt wird. Wir müssen festhalten, es gibt auch schon für die erste Runde nicht genügend Impfstoff. Und ich will noch mal in Erinnerung rufen, dass auch bei BioNTech die Forschungen für den Impfstoff immer mit öffentlichen Fördergeldern unterstützt waren und unterstützt wurden. Das, finde ich, ist nochmal ein starkes Argument dafür, auch jetzt in diesem Bereich endlich den Mut zu steuernder Wirtschaftspolitik aufzubringen. Wir wissen, das Jahr 2020 war für viele auch ein Jahr von Verzicht und Verunsicherung. Umso wichtiger ist jetzt, da eine Transparenz herzustellen. Und ich finde, Jens Spahn als Gesundheitsminister steht da einer Bringpflicht. Deswegen einen ganz konkreten und praktischen Vorschlag. Um in Zukunft Impfchaos zu verhindern,
müssen jetzt die Unternehmen gezwungen werden, die Lizenzen für den Impfstoff freizugeben. Denn die Freigabe der Lizenzen in Verbindung mit einer steuernden Wirtschaftspolitik, das öffnet die Möglichkeiten, dass auch andere pharmazeutische Produktionsstätten jetzt anfangen, Impfstoff zu produzieren, damit wir mehr zur Verfügung haben für alle, die sich impfen lassen wollen. Und ich will sagen, dass natürlich die Verteilung des Impfstoffs Länderangelegenheiten ist, aber mein Eindruck ist, dass die verschiedenen Lösungen in den Ländern nicht gerade zur Transparenz, nicht gerade zur Verständlichkeit und zu Vertrauen beitragen. Also hier wäre auch eine bundeseinheitliche Verabredung, wie das organisiert wird, deutlich besser. Ja, mit Beginn diesen Jahres, mit Beginn 2021, endet die deutsche Ratspräsidentschaft. Wir können festhalten, dass von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft null Impulse für ein soziales Europa ausgegangen sind. Das zeigt vielleicht auch, was von einer Regierung mit CDU-Beteiligung zu erwarten ist. Und wir haben gerade noch mal am Ende des letzten Jahres das menschenrechtliche Versagen der EU und auch dieser Bundesregierung gesehen. Das menschenrechtliche Versagen auch dieser Bundesregierung wurde uns durch die schrecklichen Bilder an den EU-Außengrenzen in Flüchtlingslagern vor Augen geführt. Im 20. Jahrhundert stehen Menschen ungeschützt im Schnee, mangelhafte Versorgung an Wasser und Essen ist dort an der Tagesordnung. Das kann so nicht weitergehen und das zeigt das gesamte Versagen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das würde sagen, meine Stellungnahme zu den ganz aktuellen, brennenden Themen. Ansonsten kann ich nur sagen, dieses Jahr ist ja auch der Auftakt zum Bundestagswahlkampf. Und allein das, die Tatsache, dass die bisherige Bundesregierung den Sommer verpennt hat, um alles zu tun für einen Infektionsschutz, das Versagen in der EU-Ratspräsidentschaft zeigt, wie notwendig es ist, für andere Mehrheiten zu sorgen, und zwar für Mehrheiten links der Union. Vielen Dank. Damit ist jetzt Zeit für Fragen. Frau Palzer, bitte. Sie sprachen ja schon an, dass die Impfungen nicht so funktionieren, wie wahrscheinlich viele es sich wünschen würden. Das trifft nun aber auch ganz insbesondere auf das Land Thüringen zu, wo eben auch ganz schlechte Durchimpfungen es erst gibt. Da hat ja die Linke sozusagen das Zepter in der Hand. Haben Sie denn Ideen oder kommunizieren Sie mit Bodo Ramelow, wie man die Impfungen schneller und besser an den Mann und an die Frau bekommt? Also ich muss sagen, den zentralen Vorschlag, den wir haben, erstmal für mehr Impfstoff zu sorgen, weil wir kennen ja aus vielen Bundesländern eher die Meldung, dass es zwar Impfzentren gibt, die bereitstehen, aber nicht entsprechend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Also dass eher der Knackpunkt, der Flaschenhals ist der Zugang zu dem Impfstoff. Und dafür braucht es halt ein bundesweites Agieren, weil die Freigabe der Lizenzen, das kann nicht auf Landesebene passieren. Was wir aus Thüringen ansonsten zur konkreten Thüringer Situation gehört haben, ist, dass es dort besonders schwer ist, wohl die Älteren zu erreichen. Da sind wir auch noch im Gespräch, was man da noch in einer konkreten operativen Ebene verbessern kann. Aber ich würde sagen, wenn man ganz generell das Problem in Angriff nehmen will, braucht es eine bundeseinheitliche Regelung. Noch eine Frage, ja, klar. Die eher so auf Ihre Kompetenz in Sachen Ostdeutschland abhängt. Wie erwarten Sie denn dass die Menschen sich gerne. Die Impfbereitschaft. Genau. Glauben Sie, dass die Ostdeutschen, die ja mal in Pflicht, eigentlich zumindest die Älteren aufgewachsen sind, da besser zu erreichen sind? Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir das noch nicht definitiv für den neuen Impfstoff sagen, weil vielleicht gibt es auch Leute, die noch einen Unterschied machen, weil sie schauen, das ist jetzt in einer sehr schnellen Situation entstanden. Das Ganze durcheinander hilft auch nicht gerade, Vertrauen zu schaffen. Da weiß man nicht, was ist gerade stärker. Die Gewohnheit, also das stimmt, meine Eltern und ich, wir sind mit einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen, dass man sich impft. Das wird auch in meiner Familie so diskutiert. Ob das sich jetzt eins zu eins auf diesem Impfstoff angesichts der jetzigen Situation überträgt, kann ich noch nicht sagen, weil das ja erst so wenige Tage angelaufen ist. Dann sind wir auch noch dabei, die Fühler auszustrecken und das Gespräch zu suchen. Vorstellbar wäre es, dass im Osten die Impfbereitschaft größer ist. Aber auch da ist die Gefahr, dass es natürlich jetzt durch das ganze Durcheinander auch das wieder riskiert wird. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Bedanke mich.
Vielen Dank für Ihr Interesse.